Eine Sache ist total auffällig, und zwar viele Bodybuilder und Fitnesssportler haben Haarausfall und die meisten davon sogar eine Glatze. Und was dafür die möglichen Gründe sind, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wir waren dazu, ich glaube, vor 14 Tagen auf der FIBO in Köln und haben da auch einige Leute interviewt und auch Frauen als auch Männer befragt und auch eben die Bodybuilder selbst. Wenn euch das interessiert, dann checkt gerne mal auf unserem Kanal die Shorts ab. Da sind einige sehr, sehr coole Kurzinterviews dabei. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ins Thema ein und gucken uns mal die erste These an. Die erste These liegt wahrscheinlich so ein bisschen auf der Hand. Also gerade wenn man mehr so ein bisschen in das Thema Hardcore-Bodybuilding guckt und man schaut sich auch mal so Wettkämpfe an, sowohl im Amateur- als auch im Profibereich, dann würde ich jetzt mal ganz frecherweise die Quote aufstellen, dass ich sagen würde, 60-70% der Typen, die da auf der Bühne stehen, die haben in der Regel eine Glatze. Und da die natürlich relativ extrem aussehen, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern spielt das Thema Anabolika und auch ganz speziell das Thema Testosteron da eine Rolle. Jetzt ist es bei Testosteron so, dass Testosteron schon in Korrelation zum Thema Haarausfall steht. Das heißt kurz gesagt, die Haare auf dem Rücken werden mehr und auf dem Kopf ein bisschen weniger. Ich habe selber lange Kraftsport und Bodybuilding gemacht, wovon man jetzt heute nicht mehr ganz so viel sieht, trotz irgendwie 100 Kilo Körpergewicht. Aber ich habe selber solche Substanzen auch über einige Jahre genommen und würde schon behaupten, dass ich vielleicht heute, obwohl es ist immer erblich bedingt, aber vielleicht heute 3-4 Haare mehr auf dem Kopf hätte oder weniger auf dem Rücken. Aber es ist ganz klar auf jeden Fall ein Thema. Und dadurch, dass diese Medikamente, Substanzen im Amateur- und Profi-Bodybuilding relativ häufig genommen werden und da ja nachweislich auch ein Rückschluss aufs Thema Haarausfall gemacht wird, kann man ganz klar sagen, das spielt sicherlich eine ganz zentrale Rolle beim Thema, warum haben so viele Bodybuilder eine Glatze? Wie bei auch normalen Menschen ist natürlich ein weiterer Grund einfach eine bewusste Entscheidung dafür. Das heißt, gerade im Bodybuilding ist das Thema Ästhetik natürlich das A und O. Und man muss halt sagen, gerade auch so ein bisschen dieses eingeölte, symmetrische und einfach auch sehr gepflegte, da passt natürlich eine Glatze auch super rein. Und von daher weiß ich auch von vielen Bodybuildern, Grüße an dich, lieber Pommy, dass ich viele Bodybuilder kenne, die eigentlich gar keinen Haarausfall haben, aber trotzdem sagen, ich finde das irgendwie cool, das passt zum Style, das passt auch so einfach ein bisschen in diesen Bodybuilder-Look und die machen sich eine Glatze, obwohl sie eigentlich Haare hätten. Also die Kandidaten gibt es auch und gerade in dieser Szene relativ häufig oder zumindest häufiger anzutreffen. Von daher, viele Bodybuilder haben gar keinen Haarausfall und tragen trotzdem eine Glatze. Ein weiterer Grund für Haarausfall ist oder sind eigentlich zwei Dinge, und zwar Stress und Ernährung. Wenn wir erstmal auf das Thema Ernährung eingehen, muss man sagen, zum Beispiel kann zu wenig Eiweiß zu Haarausfall führen. Um da jetzt kurz die Brücke zum Bodybuilder zu schlagen, würde ich sagen, das wird nicht der Grund sein, denn Eiweiß ist irgendwie eines der wichtigsten Nahrungsaufnahmen-Thema im Bodybuilding. Das heißt, viel Hähnchen, viel Eier, viel Rind, viel andere Proteinquellen. Von daher, da werden sie eigentlich ziemlich gut dagegen steuern. Das wird im Bodybuilding oder bei Bodybuildern nicht der Grund dafür sein. Das andere Thema ist Stress. Also ist wie gesagt auch bei Frauen häufig anzutreffen, dass Haarausfall nicht immer nur erblich bedingt ist, sondern kann auch temporär in Lebensphasen auftreten, wo man einfach Stress hat und dann fallen Haare aus. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Wettkampfphase oder da, wenn du halt stark diätest und vielleicht auch in Kaloriendefiziten bist und der ganze Adrenalinpegel da steigt, dass dieser erhöhte Stress gerade in diesen Wochen natürlich auch dazu führen kann, dass Haare mal ein bisschen weniger werden. Und am Ende des Tages ist es sehr häufig ein Gesamtpaket. Aber sicherlich kann das auch ein paar Prozentpunkte an dem Thema Haarausfall machen. Aber wen gibt es da eigentlich? Also wenn man sich so ein bisschen die Bodybuilding-Szene anguckt, sowohl in Deutschland als auch international, gibt es da ja einige gute Beispiele. Wenn wir mal in Deutschland anfangen, da haben wir zum Beispiel den King Kalle, also den Heiko Kalbach, der ja auch in den 90ern, 2000er extrem erfolgreich war, auch auf der Mr. Olympia-Bühne und ja ein massives Vieh und ich glaube auch in der Zeit schon Glatze getragen, heute immer noch sehr, sehr sympathisch, sehr cooler Typ und auch ein, wie gesagt, sehr, sehr bekannter und wie ich finde, polarisierender, aber sehr cooler und sympathischer Glatzenträger. Dann haben wir des Weiteren zum Beispiel den Tobias Hane, glaube mittlerweile auch Profi, auch echt eine wirklich sehr, sehr imposante Erscheinung. Hat, glaube ich, auch lange einen Bart getragen, mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Aber ist auch einfach ein Typ, wo ich finde, es passt total gut und ist eben halt auch Glatzenträger. Dann ein dritter Kandidat, mit dem haben wir auch auf der FIBO gesprochen, verfolge ich schon seit vielen Jahren, finde ich sehr sympathisch, ist der Steve, also der Steve Bentin.
trägt auch Glatze, was hat er mir gesagt, seit 2012, glaube ich. Checkt er nochmal die Shorts zu ab, aber ich glaube seit 2011, 2012 trägt er auch Glatze. Hat wie gesagt einen coolen Bart und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Bodybuilder, dem, wie ich finde, die Glatze auch extrem gut steht. Dann haben wir noch jemanden, fällt jetzt nicht in die Kategorie Bodybuilding, sondern eher in die Kategorie, würde ich sagen, Fitness oder Kampfsport. Flying Uwe. Den Uwe finde ich auch ganz, ganz sympathisch. Wir haben uns auch kurz auf der FIBO unterhalten und ich habe ihm noch so eine kleine Probe von uns zugesteckt. Auch jemand, wo ich finde, dass ihm die Glatze extrem gut steht. Wenn wir dann mal rüber gucken in den internationalen Bereich, natürlich, ich glaube wahrscheinlich den bekanntesten oder zumindest den erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten, Ronnie Coleman. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Bilder mit Haaren gesehen habe. Doch, ich glaube in sehr, sehr jungen Jahren, aber ich glaube auch schon Anfang der 2000er, ich glaube 2003 oder so müsste das gewesen sein, 2002, auch schon mit Glatze. Und da sieht man es mal wieder. Ich glaube achtfacher Mr. Olympia und halt natürlich Glatzenträger. Dann haben wir Phil Heath, auch ehemaliger, mehrfacher Mr. Olympia, ebenfalls Glatzenträger. Ich finde auch einfach, muss man sagen, sehr gut aussehender Typ mit irgendwie, ich glaube, so sehr coolen, grünen, stechenden Augen. Ich finde, ihm steht das Thema Glatze auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, da gibt es gerade im amerikanischen Bereich noch viele, viele andere sehr coole Leute, die Glatze tragen. Und man sieht im Profibereich, die Quote ist schon sehr, sehr hoch. So, und zu guter Letzt ein bisschen Werbung. Und zwar wissen wahrscheinlich die meisten von euch, wir sind ja die Kandidaten hier von Better Be Bold. Und wir beschäftigen uns mit Glatzenpflege. Das heißt, wenn du jemanden kennst mit einer Glatze und dabei ist völlig egal, ob der Bodybuilder ist oder nicht, hier unsere coolen und sehr, sehr beliebten Geschenkboxen, wofür uns auch viele Leute einfach kennen. Es ist unser Topseller, unsere Glatzencreme, einfach die beste Pflege für die Glatze. Speziell konzipiert für die sensible Kopfhaut, halbe Fingerkuppe, einfach einreiben und dann sorgt das dafür, dass die Leute eine schöne, gepflegte und mattierte Glatze haben. Und jetzt natürlich im Sommer auch das Thema Sonnenschutz. Super wichtig, denn gerade der Sonnenbrand auf der Glatze, der ist sehr, sehr schnell da. Jetzt auch im Frühjahr, wo die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Und ich kann euch sagen, das ist so richtig, richtig schmerzhaft. In diesem Sinne, denkt an uns, wenn ihr vielleicht mal einem Glatzenträger was schenken wollt. Ist wirklich eine tolle Geschenkidee. In Summe hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, es waren informative Sachen für euch dabei. Und vielleicht auch motiviert, auch eine Glatze zu tragen, ob du jetzt einen dicken Bizeps hast oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, gerne ein Abo dalassen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Heute ist Sonntag. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und bis bald. Macht's gut.